wütend. Nou, unter dem Namen Momentum präsentiert Sennheiser zwei verschiedene Kopfhörerreihen. Der Momentum selber ist ein komfortabler, ohrumschliessender Kopfhörer, während der Momentum On-Ear ein kleinerer, schickerer, ohraufliegender Kopfhörer ist. Er ist gedacht vor allem für den mobilen Einsatz. Den Momentum On-Ear gibt es mit zwei verschiedenen Kabeln, einen mit integrierter Fernbedienung für Apple-Geräte und einen ohne irgendwelche Fernbedienung. Den Momentum On-Ear gibt es in 7 verschiedenen Farben. Beide Kopfhörer, der Momentum und der Momentum On-Ear, sind auf avaguide.ch ausführlich getestet. Panasonic präsentiert neue Blu-ray-Rekorder. Sie haben einen Twintuner integriert, entweder für Satelliten oder für Kabelempfang. Nebst dem Rekorderteil ist auch eine Festplatte integriert. Beim BST-835 hat die eine Kapazität von 1 TB. Das sind also Komplettgeräte als Setup-Box, Festplattenrekorder und 3D-Blu-ray-Player. Angeboten werden auch Discs mit Kapazitäten von 25 GB und 50 GB. Gemeinsam ist all diesen Modellen auch, dass sie ein WLAN integriert haben und dass sie einen Upscaler haben auf Ultra HD 4K. Mit dem Soundtouch präsentiert Bose ein Wi-Fi-System für daheim. Es erlaubt, Musik in jedem Raum drahtlos zu streamen. Bedient werden die Geräte mit einer App, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt, oder mit den Tasten auf dem Gerät selber, die 6 Presets zur Verfügung stellen. Aktuell sind 3 Modelle. Der Soundtouch 30, Soundtouch 20 und der Soundtouch Portable mit einem wiederaufladbaren Akku. Bose plant aber, das System auszubauen. Zum Beispiel mit einer innovativen Fernbedienung oder mit einem Zusatzmodul fürs VideoWave. In Regensdorf hat zum 5. Mal High-End Swiss stattgefunden, die Messe für gehobene Unterhaltungselektronik. Man konnte hier Geräte von rund 50 verschiedenen Marken direkt miteinander vergleichen. Gesehen hat man exotische Lautsprecher, Röhrenverstärker, aber auch Plattenspieler als Ausdruck vom Revival vom Vinyl. Zentrales Thema aber war Musik aus dem Internet. Die hochauflösenden Formate mit 24 Bit und bis zu 192 kHz bedeuten einen richtiggehenden Quantensprung in der Musikwiedergabe daheim. CD-Qualität ist veraltet. Verschiedene Musikportale bieten bereits einen recht grossen Katalog an Stücken an. Dank schnellem Internet ist das hochaufgelöste Audio jetzt einfach verfügbar.